und ein weiterer Tag in den Nebellanden, in den Nebelchroniken. Ich bin der Lord Legend und heiße euch herzlich willkommen. So, Freunde, ich hab gerade einen Deckspike gehabt. Hab's euch ja prophezeit, damit es hinten dann bei dem netten Herrn Bauer weitergeht. Werden wir uns einmal Haltbarkeit und Effizienz, die Schaufel hier mitnehmen. Und schauen wir mal, ob wir mit Effizienz mehr Lehmpollern aus einem von den Lehmteilen rausbekommen, als mit einer normalen Schaufel. 4 Stück sind ja die Regel, dass man rausbekommt. Und wir schauen einfach mal, dass wir ein paar mehr rausbekommen. Ich weiß, wir waren jetzt erst in der letzten Aufnahmesession Ressourcenfarm, aber wir brauchen es für die für das Bauernhäuschen, dass wir da weitermachen können. Deshalb gehe ich jetzt ein klein wenig Lehm organisieren. Ja, und nebenbei kann ich so ein klein wenig mit euch quatschen. Ich meine, wenn das hier raus... Nee, heute müsste in der Theorie Layers of Fear rauskommen. Das habe ich begonnen. Und alter Schwede. Ich hatte ja was gelesen, dass es ein ziemlich abgedrehtes Horrorspiel sein soll. Aber ohne Witz, es ist echt strange. Das ist der Stuhlgang-Simulator 2000 für schreckhafte nicht zu empfehlen. Und naja, prinzipiell bin ich ja nicht so extrem schreckhaft, aber dieses komplette, die Atmosphäre, das Spiel an sich und alles insgesamt, das ist einfach so, boah, Hammer. So, jetzt pass mal auf. Wie viel haben wir jetzt da bekommen? 4? 8? 12? 16, okay. Wir bekommen nicht mehr Lehm raus, das ist schade. Dann können wir aber hier auch die normale Schaufel nehmen und müssen nicht unsere gute Diamantschaufel dafür verbrezen. So, einmal abgetaucht. Hätte ich eigentlich ein bisschen Erde mitnehmen sollen, oder? Oh, da hinten geht's weiter. Ein bisschen Erde für Terraforming. Also beziehungsweise, dass wir das Ding hier wieder ein bisschen angleichen. Haben wir denn Erde mit? Nee, dann schaufeln wir uns hier mal schnell ein bisschen Erde weg. Da nehmen wir von oben was weg. Und da können wir hier unseren Kollegen mal schnell benutzen. Ja, wie gesagt, schaltet ein, wenn ihr nicht allzu schreckhaft seid. Ich meine, schlimmer als das Spiel macht es, glaube ich, nur meine Anwesenheit und mein Kommentarstil. Also, Schlüpfersprenger sind nichts dagegen. Ich habe mir heute schon fast panisch, möchte ich schon fast behaupten, den einen oder anderen Schrecken zugezogen. Wobei ich auch teilweise genötigt wurde. Sag ich jetzt einfach mal so. Weil da bist du nichts ahnend am Aufnehmen und konzentrierst dich. Nom, 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 nom. Voll auf das Spiel. Auf einmal wirst du da von der Seite angepiekt. Da hat es mich ganz schön gerissen, Freunde. Das kann ich euch sagen. Also, das war gemein, möchte ich schon fast sagen. So. Machen wir das hier noch. Und dann ist alles gut. So, weiter auf Lehmjagd. Was ich cool finden würde, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich darf den Nachhauseweg nicht verlieren. Aber über diese Berge, von dort kommen wir, können wir hier so eine Wildkuh schlachten. So, Gewässer bräuchte ich. Da hatten wir doch in dieser Richtung, wenn ich mich nicht täusche. Naja, Gewässer, sei mal dahingestellt. Einen Fluss. Richtung Wüste. Das müsste der sein. Ich mach mal ein Lied weiter. Das richtige Lied zum Kuhschubsen. So, gibt's hier denn das ein oder andere Lehmvorkommen? Ist ja prinzipiell Wüste, müsste in der Theorie. Jo. Auch wenn es nicht... Na okay. Wollte gerade sagen, wenn es nicht viel ist, wir nehmen es mit, aber es ist doch um einiges mehr. Dürfen hier unten nicht allzu lange verweilen, nicht, dass wir saufen. Ja, zuerst hatte ich ja geplant, dass ich ein 7 Days to Die Single Let's Play mache. An den Donnerstagen.
weil das Arc ist ja erstmal ausgesetzt. Aus dem einen Grund, dass ich erstmal auf ein paar Updates warte, bis man, wenn kein Mensch mehr auf dem Server ist, die Dinosaurier nicht so vor sich hin verhungern lässt. Damit quasi, wenn wir Aufnahmepause machen, wir treffen uns ja nur alle 2 bis 3 Wochen mal für eine Aufnahmesession, dass wir da nicht erstmal eine komplette Stunde lang irgendwo Nahrung organisieren müssen und dann immer noch Angst haben, dass uns die Dinosaurier während dieser Farmzeit sterben. Das 7 Days to Die Projekt samstags ist auch ausgesetzt, so lange bis die Alpha 13 rauskommt. Und während der Zeit kommt ja hier der Euro Truck Simulator, einmal im Singleplayer bzw. Multiplayer. Je nachdem, der Brutzi ist da schon Feuer und Flamme. Ich muss den Ufermann jetzt noch davon überzeugen, dass er mitmacht. Da werde ich ihn mal anschreiben. Ufermann, vielleicht siehst du das hier. Ich weiß ja, du bist momentan extrem beschäftigt. Deshalb glaube ich es eher nicht, aber ich werde dir auf jeden Fall mal eine liebe Nachricht schreiben, ob du den Bock hast, bei uns im Konvoi mitzufahren. So, ansonsten, ja, hier in den Nebellanden ist, wurde ja gesagt, dass es schon cool wäre, wenn ich von den Nebellanden hier und da mal ein bisschen was erzähle. Und ja, das werde ich dann auch machen. Ich meine, in dieser Folge hier, da habe ich jetzt nichts vorbereitet, denn die Story, die soll ja so ein bisschen, ja, in sich komplett schlüssig sein, so wie es halt damals war. Wie viel haben wir denn schon? Oh, haben schon ein bisschen was. Ich muss die Brocken brennen. Die Brocken muss ich brennen, damit, warte mal. Damit ich die Ziege bekomme. Von daher, naja, wenn wir es jetzt umwandeln würden, würde uns das nicht besonders viel bringen. Upsa. Denn, warte mal, das machen wir so und so. Wir müssen es dann eh wieder zerlegen. So, das war es dann. So, sieht doch aus wie neu. Ja, wie gesagt, die Story der Nebellande wird da ab und zu mal vielleicht mal eine Folge oder eine ganze Aufnahmesession im, ja, ich nenne es mal Rollenspielmodus verbringen, wo ich dann ein bisschen was erzähle und keine Angst, das wird dann nicht wie in der tausendsten hier mit gedankenumwobener Stimme vertont, sondern ganz normal, wie ich hier bin, da erzähle ich euch dann mal ab und zu einen aus dem Nähkästchen. So, noch mehr Lehm wäre ganz geil, das da zum Beispiel. So, da hätten wir jetzt dann einen Stack. 1,5 Stacks hätten wir bis jetzt an Material. Nicht die Welt. Das ist aber auch nervig mit der ganzen Lehmfarmerei. Wer weiß mit der 1,9er, ich hoffe mal, die kommt jetzt bald. Ich habe noch nichts gelesen oder gehört, dass sie jetzt irgendwie schon angekündigt worden ist zum festen Datum. Von daher mal abwarten. Ihr seid bestimmt genauso gespannt wie ich. Zombies? Warte mal. Wo sind die Zombies? Oh, Lehm. Da geht's bestimmt irgendwo unterm Sand relativ tief in ein Höhlensystem. Ja, den einen oder anderen hat's extrem gefreut, dass ich wieder auf eine Höhlentour bin. Und mich hat's auch danach gesehnt, endlich mal wieder hier in die Tiefen zu gehen. Ich habe kein Reisebett mit. Dann sollten wir mal schnell nach Hause gehen. Weil ich gerade mit diesem Schwert, na, wir haben noch ein Ersatzschwert zur Not dabei, aber ich habe nicht besonders viele Ambitionen, dass ich jetzt dann noch kämpfenderweise durch die Gegend eier. Wir haben jetzt hier in der ersten Folge mal ein bisschen Lehm gesammelt, das ist ganz gut, den werden wir jetzt dann gleich noch brennen. Nom, 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 nom. Und während wir dann Vorbereitungen treffen für irgendwas Baumäßiges, kann das vor sich hinbrutzeln und ist dann auch fertig, dass wir dann entweder... Oh. In der nächsten Folge denke ich mal nicht, aber bleibt doch stehen. Zeitnah dann beginnen können, den Kuhbauern fertig zu bauen. So, apropos Kuhbauer. Hat der denn schon ein Bett? Ich weiß es nicht. Weil dann würde ich eben mal schnell dort pennen gehen, aber der sieht noch sehr uneingerichtet aus. Ist er auch. Hier haben wir auch kein Bett mehr. In der Kiste haben wir auch kein Bett mehr. Ja, sage mal. Oh, warte mal. Haben wir denn
Ich weiß gar nicht, haben wir alles ausgelegt? Das ist eine gute Frage, ne? Komm, wir gehen schnell hier bei unserem guten Schmied schlafen. Hallo, Herr Blutmond. Ah, ist gerade nicht da, ist wohl wieder unterwegs. Dann gute Nacht. Guten Morgen. So, das müssen wir jetzt gleich mal prüfen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das ganze Zeug hier schon ausgeleert haben. Ah ja, du komm mal raus, dann verbrennst du. Also was heißt ausgeleert? Ausgelegt und mit Glück abgebaut. Weiß ich schon gar nicht mehr. Die letzte Aufnahmesession ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe das schon wieder verdrängt. Mein Kopf hat momentan noch Angst. Einfach nur Angst. Layers of Fear, Freunde. So, blicken wir mal schnell in die Endertruhe. Da ist alles weg. Da haben wir auch nichts mehr. Sehr schön. Das heißt, wir gehen nach unten. Wir brennen das natürlich in unseren Sechseröfen. Warte mal, 6. Und nee, es sind gar keine ganzen 3. Mal gucken, wir haben ja bestimmt unten noch so ein paar Lehmpopels. Dann schmeißen wir den Rest da einfach mit rein und können vielleicht noch eine zweite Fuhre brennen. So. Das ist ja ein cooles Lied. Das sagt mir jetzt so auf Anhieb gar nichts. Das muss eins von den neuen sein. Schön mittelalterlich. So. Popeletten da. Wow, das ist ja... Und wie viele, dass wir davon haben. Verdammt. So, das schmeißen wir hier alles mit drin. Fleisch, Leder und Steine. So, bautechnisch, Freunde. Es geht mal wieder weiter an der Schwarzen Bergfeste oder der Umgebung. Das ist natürlich eine gute Frage. Wir könnten hinter zum Holzmann, zum Holzmichels, zum Holzermichel. Tja, demnächst wird Trudenweiler wieder hier bei uns zu sehen sein, denn dann werde ich mal gucken, was denn unsere Gäste aus der Tausendsten in Trudenweiler so alles gebastelt haben. Ich bin echt mal gespannt. Freue mich schon so ein bisschen drauf. So. Der Holzersmichel. Alep und hoppa. Schauen wir mal. Also, da hatten wir noch nicht allzu viel. Ich erinnere mich da so ein bisschen lauwarm dran. Gesundheit. So, schauen wir mal. Die Gegend hier wollte ich ja prinzipiell noch mit abtragen, wenn ich mich da nicht täusche, ne? So, hier hatten wir schon was verlegt. Wir haben ja hier gerade zufällig unseren Kumpel dabei. Dann können wir ja hier mal schnell... Upsa! Ein bisschen zu Potte kommen. Das ist natürlich... So. Ist natürlich die Frage, was legen wir hier für einen Boden? Das ist hier, glaube ich, der... Allgemein der Verkaufsraum. Ist relativ dunkel, das macht nichts. Dann hauen wir hier noch ein paar Fackeln mit an die Wände. So. Haben wir denn hier noch was im Ofen? Nö. Da könnten wir uns eigentlich mal schnell... Haben wir noch Kohle, ja. Mal schnell 1, 2, 3. Hauen wir uns mal ein paar Steaks dann hier in den Ofen. So, und dann putzen wir uns da hinten auch noch durch. Der muss auch noch weichen. Und da haben wir wieder mal ein bisschen Erde dran geschafft, Freunde. Ist doch auch mal was. Haben schon so lange keine Erde mehr gefarmt. So. Ratzi-fatzi. So, ich hoffe mal, dass mein... Naja, Interface möchte ich es nicht nennen. Mein Overlay, das passt, glaube ich, ein bisschen besser. Dass das Overlay nicht mit aufgenommen wird, weil ich habe da momentan einfach nur ein weißes Bild. Und das wäre, glaube ich, unpraktisch, wenn da einfach nur ein weißes Bild abgebildet wird. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen für Licht gesorgt. Vielleicht hier noch ein bisschen. Schau dir mal die schöne Tür hier an. So, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie, ja. Farbiger Lehm wäre doch eigentlich, glaube ich, ganz geil. Da haben wir hellgraues Glas. Was haben wir denn hier noch? Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Na, pass mal auf. Ich hol mal... Ich weiß jetzt nicht. Da haben wir ja schon hier Fichte verbaut. Wenn man Fichte mit... Nee, das schaut, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, ich... Weiß es schon, weiß es nicht.